Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder in unserer Terrassenküche, was ja keine Terrassenküche ist, wie ihr wisst. Aber ich habe dieses Mal einen Gast dabei, Konstantin Schreiber, Tagesschausprecher. Ich bin ganz, ganz aufgeregt, dass er hier mit mir kocht, obwohl er mir immer wieder ins Ohr flüstert, er kann gar nicht kochen. Jetzt hast du es doch verraten. Wird er schon noch. Ich bringe ihn dazu. Also, Konstantin Schreiber, Tagesschausprecher, ihr kennt ihn alle, ihr kennt das Gesicht. Und jetzt wirst du angeguckt, das weißt du, ne? Von ja. sehr, sehr vielen Leuten. Ja. Und zwar sehr kritisch. Na, wie sieht der denn aus? Ja, anders als in der Tagesschau zumindest. Aber mal gut, dass wir das alles nicht hören, was sie jetzt sagen, ne? Der sieht aber viel besser aus als die Monika. Ja, das weiß ich nicht. Oder würde ich jetzt nicht sagen. Ist auch so egal. Anders. Ja. Bevor wir loslegen, ganz kurz noch, ich war jetzt Estland, Lettland, Litauen, 14 Tage, Filmreise. Der Film erscheint 5. Juli, SWR, abends, 20:15 Uhr. Zur gleichen Zeit erscheinen Martin und meine Wendland-Filme, Eigenwerbung, ne? Ja, schon wichtig. Unsere Wendland-Filme so um den Dreh rum und wir hoffen alle auf euch. Also wir machen das nur alles für euch. Nicht für uns selber. Ich schalte auch ein. So, du schaltest auch ein. Ja. Mein Lieber, du bist ja so ein bisschen Richtung Libanon da ja. so, ne? Und du ahnst natürlich nicht, dass das mit meine Lieblingsländer sind im Sinne von Essen. Ach, Tatsache. Also nicht unbedingt von dort leben. Also ja. in Saudi möchte ich nicht unbedingt leben, aber... Aber so Libanon ist ja eigentlich ein sehr lebenswertes Land. Da wollten wir eigentlich hin. Mein Mann hat da jahrelang in Phönizia gearbeitet. Ja. Und wir wollten dahin und wir waren schon quasi unterwegs mit Sack und Pack und 4 Kindern. Und dann kam dieser Krieg damals. Der Krieg. Ne? Mhm. So, das war für uns ganz schmerzlich. Aber du warst mal da? Ja, ja. Ja, ja, okay, vor dem Krieg. Ja, ja. Ich war zweimal da und mein Mann hat da jahrelang gearbeitet. Ja. Aber was uns geblieben ist vom Libanon, und das schließt ja eigentlich diese Länder drumherum ein bisschen mit ein, ne? Wie die Menschen essen. Es ist ja, wunderbar. Ja, ja. Na, also es sieht auch schon so ein bisschen so danach aus, als würde es in die Richtung gehen. Nach ne? was sieht dieses, hast du eine Ahnung, was das werden könnte? Kochst du eigentlich zu Hause irgendwas? Also meine Frau kocht tatsächlich sehr viel, sehr gut, sehr aufwendig. Ich bin dann der, der nämlich genau das macht, die Tomaten schneidet, die Gurken klein schneidet, das Gemüse raspelt. Zuarbeiten, damit sie dann die Haute Cuisine sozusagen da anrühren kann. Also das sieht ein bisschen nach, das könnte der Grundstock für Tabouleh sein. Yeah, er hat gewonnen. Habe ich? Das wird, wie spricht man es aus? Tabouleh? Tabouleh. Tabouleh? Tabouleh. 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 Tabouleh, also Tabouleh, mit E hinten, richtig mit E. Hat ja ein Tabouleh. Genau, Tabouleh. Also ich bin nämlich jedes Mal sehr irritiert, wenn jemand zu mir sagt, ich habe Tabouleh gegessen. Nein, das ist nicht Tabouleh, das ist Tabouleh. Aber ich finde das ja ganz interessant. Also vielleicht gibt es irgendwann ja dieses Gericht auch bei uns in Deutschland, dann nennen wir es Tabouleh. Also wie sich so Dinge eindeutschen. Ja, ne, weil gerade vor 2 Tagen, wo war ich denn da? In Berlin war ich, genau. Und da saß ich in der U-Bahn und da haben sich auch 2 junge Leute unterhalten. Die wollten irgendwie zum Imbiss und der eine hat gesagt, ja, ich hole mir Baba Ganoush. Baba Ganoush. Und das heißt ja Baba Ranoush auf Arabisch. Also, ja. Und das waren aber 2 Bio-Deutsche, wie man sie nennen möchte. Ja? Und ich finde das ja spannend, dass irgendwann so Gerichte wahrscheinlich... Also einheimisch werden und dann nennt man sie, vielleicht nennt man sie dann Tabouleh und Baba Ganoush. Ja, Baba Ganoush. Und es kommt auch immer, manche sagen Hummus, manche sagen Hummus. Genau, Hummus ist auch richtig. Ja, ja. Also eigentlich richtig, aber auch da, vielleicht sagen wir eines Tages, ist das dann so ein urdeutsches Gericht. Dann sagt man so, ja, im Schwarzwald gibt es den besten Hummus, ja, oder sowas. Oder in Flensburg, da isst man Baba Ganoush. Das kann ja sein. Bloß ab. Das war ja ganz furchtbar. Naja. Aber wir fangen mal an damit. Und zwar habe ich Couscous gekocht. Das steht neben dir da auf dem Herd. Das kannst du mal bitte holen. Ja, ich greife einfach so rüber. Und dann tun wir da was rein. Schaufelst du das da einfach alles? Rein. Mach mal alles. Wir machen so ein bisschen mehr. Weil erstens mal sind wir eine Großfamilie. Ja. Zweitens mal Martin und ich. Martin und ich sind morgen unterwegs und wollen so ein bisschen was mitbringen. Okay. Zum Essen. Und dann nehmen wir doch so ein bisschen Tabouleh. Esst ihr zu Hause viel aus diesen Ländern?
tatsächlich ganz gerne. Also wir wechseln viel ab, gerne auch asiatisch, weil unsere Kids lieben alles so mit Sushi, Sushi-Reis, mit Udon-Nudeln und Sojasauce mit Gemüse und so weiter. Das essen die wie verrückt. Wie alt sind die denn? 8 und 3. Und da sind die schon auf diesem Trip? Ja. Das ist aber toll interessant. Ja, wir sind ja nur froh, dass die Gemüse essen. Und deswegen kochen wir dann immer Gemüse mit Sojasauce und Nudeln. Das ist ja in Ordnung. Wir essen auch tatsächlich ganz gerne so Falafel. Da gibt es bei uns einen guten Falafelladen um die Ecke. Aber den macht so deine Frau selber, ne? Die kann man, ja gut, aber Falafel, das ist ja, da muss man diesen Kichererbsen, kann man ja machen, ist nicht schwierig. Aber man muss ja einweichen lassen, das muss man ja so über Nacht stehen lassen und so weiter. Das dauert halt einfach. Und das macht man, wenn man Gäste hat, machen wir das. Aber jetzt für uns, dann holen wir halt Falafel um die Ecke. Ist ja lustig, dann holt ihr das. Ja, ja. Das ist super. Naja, aber du weißt zumindest, na, wollen wir mal so sagen, wir sagen mal andersrum. Ich bin ja mit meinem Mann viel durch diese Länder gereist, ne, weil er da Saudi gearbeitet hat und so. Also sehr lange in Saudi-Arabien. Und ich habe da nicht gekocht oder Kochschule oder irgendwas. Aber ich habe da diese ganzen Gerichte gegessen. Hier kannst du zerquetschen. Ich wollte gerade sagen, soll ich nicht auch mal irgendwas machen? Ja, du zerquetschst jetzt diese Knödel da drin. Ich habe zumindest gelernt, wie es schmecken muss. Weißt du? Ja. Woher weißt du, wie Baba Ganoush schmecken soll, wenn du es nie gegessen hast? Das ist so eine bräunliche, komische Matschebrei-Paste. Aus Aubergine und aus irgendwas? Aus Aubergine und sowas, die nicht attraktiv aussieht, wenn du nicht weißt, was es ist. Ja, aber wenn man es weiß, dann läuft ihm das Wasser im Munde zusammen. Ja, also ich liebe das Zeug, weiß. Ja. Was ich noch so aus Syrien erinnere, das fand ich auch ganz spannend, wie, das ist aber auch hier so ein bisschen europäisiert manchmal, finde ich. Was das war sehr viel mehr essighaltig, das Essen. Also da war immer sehr viel Essig dran. Und ich habe mir später sagen lassen, angeblich, weil das auch Bakterien und sowas tötet. Also dass man das wirklich intensiver nutzt, weil es antibiotisch, antibakteriell wirkt. Und dadurch eben diese ganzen, also die Magenkeime, die es da ja tatsächlich häufig gibt, eher abtötet, hat man mir mal so erklärt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber das weiß ich noch, dass ich immer so gedacht habe, Mensch, das ist echt, das hat sehr Sinn, ne? Essighaltig. Aber ich meine, das ist die Indien, dass sie da diese ganzen Curry-Gewürze zusammenmixen. Tötet alles ab. Tötet aber wirklich alles ab. Und das kriegen ja dann in Indien schon die Babys, ne? Ja. Die wachsen damit auf. Ich weiß. Und ja, wir im Übrigen ja auch in Frankreich, wo wir mit unseren kleinen Kindern mal waren und dann Babybrei gekauft haben. Und das Baby hat geschrien wie am Spieß, haben wir gesagt, was hat's denn? Haben wir mal probiert, dann war da Knoblauch in rauen Mengen drin. Nein. Und wir auch da, ja, in Frankreich kriegen schon die Babys Aioli. Oh Gott, war das Kind aber noch klein? Ja, irgendwie ein halbes Jahr oder und so. Und hat gebrüllt. Ja, hat gebrüllt. Wir wussten gar nicht, warum. Bis wir dann selber mal den Brei probiert haben, gesagt, das ist ja wie Tzatziki. Ehrlich? Also andere Länder, andere Sitten, ne? Das ja, ist ja, natürlich. So, und reicht uns an, oder? Also, so, jetzt müssen wir dieses nach und nach ja alles reintun. Ja. Soll ich es mal reinschütten, weil ich ungefähr abschätzen kann, wie viel? Ja, total wir machen gerne. Jetzt eins. Genau, was tun wir denn? Also was machen wir? Du musst das jetzt alles vermischen. Ja. Dieses hier. Das muss ich jetzt erstmal vorstellen. Das ist Petersilie. Wo ist es denn jetzt? Das muss ich gucken. Das ist Lauchzwiebel, Petersilie, Minze, sehr viel Minze muss da rein. Gurke ist nicht in jedem Taboulé drin. Das stimmt. In manchen ist es nicht, in manchen ist es ja, je nachdem aus welchem die Land. Die Tomate ja auch. Die Tomate ist aber überall, ne? Oder? Ja, ich glaube in ganz unterschiedlichen Mengen, manchmal nur ein ganz kleines bisschen. Also ihr macht nur wenig. Also ich mache mal ein bisschen mehr. Aber das für mich ist fein, alles gut. Also ich liebe Tomate. Ja, dann schütt rein. Ich schütt alles rein. Ich schütt mal so rein und misch das mal so alles nach und nach durch. Gut, ich tue, wie mir geheißen. Also manche nennen es ja Petersiliensalat. Genau, genau. Ne? Ja. Und in gewisser Weise stimmt, möchtest du das eigentlich mit der Hand mischen? Bist du ein Handmischer? Also wenn ich soll, mache ich. Du hast hier einen freien Willen. Ich würde es erstmal mit der Gabel probieren. Probier es mal mit der Gabel. Ja. Ich bin ja so ein Handmischer. Ach so, okay. Aber ja, gerade bei so Petersilie, ich glaube, das... Also riech mal. Oh, herrlich. Herrlich, ne? Selber angebaut, oder? Nein. Aber viele haben das ja so auf dem Balkon. Ich wohne hier in der Stadt. Nö, doch, ich habe sogar ein bisschen Minze im Garten. Ich wollte gerade sagen, oder Balkon ist ja gerade, das ist ja so ein typisches Ding. Aber es wuchert ja wie Unkraut. Ja, also das ist so ein Gerücht, wuchert wie Unkraut, sagt jeder. Und ich kämpfe um jedes Ding. Ja. Also wir können gerne mal, wir haben auch Minze bei uns im Garten, da haben wir mal so ein kleines Ding reingepflanzt. Und das ist viel geworden. Ja, jetzt alles voll, also da kann ich gerne
gerne mal ein bisschen was mitbringen. Ja, das tust du dann gerne mal. Lauchzwiebel, das kommt aber überall rein, ne? Das kommt überall rein, genau. Ja. So, das ist schon mal gut. Hattest du eigentlich in diesen Ländern irgendein Lieblingsgericht? Oder irgendwas, was ihr sehr oft kriegt? War deine Frau immer mit? Nee. Wir haben uns erst anschließend kennengelernt, nachdem ich im Libanon war, in Ägypten, mehrere Jahre in Dubai gelebt habe. Ich fand immer Sa'atar sehr wahnsinnig lecker. Also das ist ja kein Gericht, das ist ja so eine Art Gewürzmischung aus Thymian. Das kann man zum Beispiel auf Brot machen und dann so backen. Wie heißt das? Sa'atar. Das ist eine ganz intensive, auf Thymian basierende Gewürzmischung. Das ist, also wie gesagt, gerade so typisch, wenn man das auf so eine Art, wie sagt man, dieses Brot, dieses typische Fladenbrot. Wenn man das auf Fladenbrot macht und dann nochmal heiß macht, schmeckt das wahnsinnig gut mit ganz viel Olivenöl und so weiter. Haben die so viel Thymian? Ja. Die lieben Thymian? Die lieben Thymian. Also das ist auch sehr typisch. Und aus welchem Land jetzt? Ich wollte gerade sagen, das ist sehr typisch libanesisch vor allem. Da geht auch immer das Gerücht, dass man in der Armee kriegen die Soldaten immer so ein Thymian-Päckchen, angeblich. Also so ein Sa'atar-Päckchen, weil das so die Grundnahrung ist, die fit halten soll. Aber das wäre interessant. Ja. Soll das auch rein? Nee, das ist für ein kleines Fleischbällchen, was wir machen. Okay. Da kommt jetzt noch die Gurke rein und die Tomate. Gut. Dann musst du das würzen. Ja, das kriege ich hin. Gut, dann muss ich jetzt das immer so machen. Gerade Hände gewaschen. Labneh und sowas, hast du sowas selber schon? Labneh? Ja, total. Also ich meine, ich muss immer sagen, dass ich da... Das habe ich ja bis heute beibehalten. So ein arabisches Frühstück immer. Ja? Wie also ist nur Labneh mit ein bisschen Gurke, dann so ein Brot mit Sa'atar, dann vielleicht noch einen frischen Saft dazu. Und das ist so mein Frühstück. Also heute noch gerne. Ich bin auch kein großer Frühstücksmensch, so wie auch viele Menschen so im Nahen Osten. Ich esse ja fast, also ganz wenig morgens, nur ein Kaffee und dann eben so Labneh mit ein bisschen Gemüse, also Gurke oder so dazu und das reicht dann erstmal. Und was für einen Kaffee trinkst du, einen deutschen? Espresso. Ach so, du trinkst nicht diesen wunderbaren Kaffee da mit dem Kardamom drin? Trinke ich auch, also das mache ich aber nicht morgens zu Hause. Also das ist. Ich liebe diesen, weißt du, der so dreimal hoch. Na, so ist aber viel Tomate. So. Ja, ich mache es ja ganz gerne mit viel Tomate, aber ich kenne es auch mit sehr wenig Tomate. Und ich mache es immer gerne mit ein bisschen viel Tomate. So, das sieht das schon mal super aus. Also mein Mann macht es anders, Martin macht es anders. Jeder hier in der Familie macht es irgendwie anders. Wer es denn macht. Ne? Und wo wart ihr überall, in welchen Ländern? Also Saudi-Arabien, Libanon... Syrien? Nein, da waren wir nicht. Emirate waren wir. Also mein Mann hat sehr lange in Saudi gearbeitet. Und das war ja für mich immer eher beschränkend. Ne? Du bist aber auch hingefahren, hast du das mal angeschaut? Ja. Der hat ja da gewohnt. Ne? Ja, ach so, richtig fest. Der hat die... Das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht super aus. Das sieht doch echt aus. Darf ich gleich auch was essen? Da kannst du gleich sofort was essen. So, was möchtest du da jetzt reintun? Reinhaben? Salz? Salz, genau. Und was noch? Also ich würde ein bisschen Essig, glaube ich, tatsächlich auch daran machen. Essig? Ja. Was für ein Essig? Also Apfelessig vielleicht ein ganz kleines bisschen. Martin, könntest du mal in meine Schublade gucken, ob ich Essig habe? Ich wollte jetzt Zitrone da rein machen. Oder Zitrone, genau. Also irgendwas Säuerliches. Zitrone geht, dann nehmen wir Zitrone. Eigentlich kommt jetzt hier ganz viel Zitrone rein. Gut, das können wir auch machen. Das reicht dann. Ich kenne es, wie gesagt, nur mit Zitrone. Martin, kannst du mir bitte ein Messer geben? Ich kann mal hier... Würdest du... Soll ich mal... Zitrone pressen? Genau, das mache ich gerne. Da rein nach. Würdest du... würdest du da Pfeffer reinmachen? Nee, das glaube ich nicht. Also Tabule ist ja eher so ein bisschen mild. Das ist gar nicht so mit Chili und Pfeffer. Nee, das ist gar nicht, das ist eher so, so ein bisschen softer. Ja, ne? Das würde ich dann, glaube ich, fast so lassen. Wir können ja gleich mal schmecken, ja. Ob noch was fehlt. Ja. So, und ich nehme die drei Zitronen, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, okay, ist ja auch eine große Menge. Also mein Mann hat die Paläste von dem Oberscheich damals verwaltet. Denn man wusste ja nie, wann der wohin fliegt und so, ne? Ja, genau. Man hat dann mal kurz Teif geköpft und dann noch einen Palast drauf gebaut und solche Sachen. Und dann mussten die ja immer
zu 100% bereit sein, wenn der nachts plötzlich angeflogen kommt. Ne? Also what a waste. Ne? Irre, also, ja, irre. Und da war mein Mann zuständig und da durfte auch nichts falsch laufen. Und ich war mal, wo war das denn jetzt, in Riad oder in Taif, glaube ich, war das. Da war ich mal in dem Palast und dann hat mich der Oberdiener da rumgeführt. Okay, und? Und das war ein lustiger junger Mann und ich habe gesagt, kann ich ja auch so ein bisschen Blödsinn machen? Dann bin ich... In den Harem gehen? Bin ich in die... Ja, mach einfach rein. Ja, ich glaube, das brauchen wir. Dann habe ich mich mal ins Bett von ihm gelegt. Ach echt? Ja. Und wie war das? Das ist so eine knüppelharte Matratze. Also, also der arme Kerl, der durfte nicht irgendwie diesbezüglich empfindlich sein. Aber die stehen ja eigentlich auf so einen Sonnenkönig-Stil, ne? Also so, ja. So französische Paläste, ja, in der Wüste und sowas. Alles, das war alles so. Viel und, Gold, viel Plüsch. Ja, und Gott, am besten die Badezimmer, ne? Mit goldener Popodusche, ne? Und Marmor, durchsichtige Marmorwände und... Aber ich habe ja nie Frauen da gesehen, ne? Also auch als Frau nicht? Nein. Hätte ja sein können, dass du da in den Frauenteil durftest unter mal... Nein, um Gottes Willen. Nein, das hätte ich gerne. Das hätte ich jetzt wahnsinnig gerne gemacht. So. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt... Sollen wir mal probieren? Matti, würdest du mal ein kleines Löffelchen, zwei kleine Tellerchen... Bitte rüberreichen. Ich komme immer so halb entgegen. Oh, super. Sehr schön. Guck mal, wir kriegen richtig den Teller. So. So, wir probieren erstmal. Wo kaufst du dein Fladenbrot? Machen wir selbst. Oh, tatsächlich. Nee. Das macht meine Frau selbst. Ja. Nein. Hm. Schmeckt auch super. Da hat sie ja was vor sich. Da musst du mir nämlich das Rezept geben. Ja, ihr steht ja, glaube ich, auch im Kontakt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ihr habt ja schon ein paar Mal telefoniert. Also da muss ich dir was zu sagen, zu deiner Frau. Wie findest du das schmeckt? Original. Super. Schmeckt doch original. Total, ne? Super. Klasse. Können wir verkaufen. Ja, ne? Klasse. Mhm. Mhm. Ist wirklich gut. Also... Ich war jetzt in ein paar anderen Ländern und davor war ich mal oben im hohen Norden, Nordpol. Und da habe ich überall interessante Sachen erlebt, gastronomisch. Aber so richtig ausflippen, so innerlich und äußerlich ausflippen, tue ich eigentlich bei solchen Dingen. Und es gibt noch eine Region auf dieser Welt, wo ich auch total ausflippe. Ja. Das ist Indien. Hätte ich jetzt auch gedacht, tatsächlich. Mhm. Ist ja so ein bisschen ähnlich von den Reizen und so den Sinnen, die es anspricht. Ne? Mhm. Also scharf und dann aber auch so... Auch wieder mild. Und mild, genau. Mhm. Und mit den Soßen und mit den... Also ich liebe das auch, tatsächlich. Also das indische Essen ist zum... Aber es gibt auch noch andere Geschmacksrichtungen. Soll ich nochmal wiederkommen und wir kochen indisch? Können wir auch gerne machen. Ja. Das ist ja wirklich auch meine Leidenschaft. Mhm. Und was ich aber liebe, und ich war noch nie in dem Land, steht bei mir ganz oben auf der Liste, ist Japan, japanisches Essen. Ich finde das so so erstaunlich. Ja? Das ist im Grunde, das sieht so einfach und so simpel auch alles aus, aber wenn man weiß, wie schwierig diese Zubereitung ist mit den Zutaten und was da für eine Kunstfertigkeit dahinter steckt. Also ich finde das ganz beeindruckend. Also in Japan schaut mich auch durch, das ist ja mehr als Sushi. Sushi ist ja nur so ein Ding in der japanischen Küche. Also das, aber schmeckt dir japanisch auch richtig gut. Da habe ich nämlich noch nicht genug Erfahrung, muss ich sagen. Ich weiß, wie die echte chinesische Küche verschiedener Regionen. Schmeckt, liebe ich auch sehr. Das ist echt, ne? Hat hier mit diesem Sichuan und so weiter. Ja, sind ja ganz, ganz unterschiedlich. Manches ganz mild, manches ganz rasch. Also, da bin ich häufiger gewesen in China. Okay. Und das habe ich auch sehr, sehr schätzen gelernt. Chinesisch, echtes Chinesisch. Aber auch so alles, was die da so essen mit Katze und Hund und Seegurke und sowas? Oder das dann lieber ausgelassen? Naja, Seegurke macht mir nichts. Okay. Hund hat mein Sohn gegessen, einer meiner Söhne. Ich hatte mir mal einen wunderbaren Teller voll gemacht mit herrlichen, wie ich meinte, Bandnudeln
Das war rohe Qualle. Das habe ich aber sehr schnell... Rohe Qualle vor allem, ja. Das habe ich aber sehr schnell wieder zurückgleiten lassen aufs Buffet, als jemand neben mir sagte, ein Europäer, der neben mir stand, sagte, sind Sie sicher, dass Sie das essen? Das ist Qualle. Ich dachte, das ist ein Bandnudel. Mhm. War da in so einem aufgehäuft, ne? Aber hast du es probiert? Also hast du mal, nein. Das ging, das glitt, dann lupschte wieder so rein, ja? Ich habe es kommentarlos wieder rein. Weil da würde ich zum Beispiel auch denken, na gut, was soll's, oder? Also, das wird ja nur irgendeine faserige Substanz sein, da wird ja nichts, oder? Faserig? Ja, also. Qualle. Was sind diese großen, von der Ostsee, diese großen, wo deine Kinder so mitspielen und sagen, Papa, guck mal. Ja, aber der qualige Körper wird ja weg sein, das sind ja nur die Arme sozusagen, ne? Oder? Achso, der Quallenkörper war auch noch dran. Wir denken jetzt nicht an diese kleinen Quallen mit den Fäden dran. Nicht. Wir denken an diese großen Quallen, die du von der Ostsee kennst. Ja. Das sind so weiße, wappelige Flaggen. Genau. Wo unsere Kinder, wenn sie klein sind, kleinpieksen, hemmungslos sofort mit rumspielen, auseinanderreißen. Mhm. Das ist ja eine Qualle. Ja. Aber weil du sagtest, die Arme. Nein. Sahen nicht aus wie Bandnudeln. Nein, und die haben sie in Streifen geschnitten. Ach so. Darum sah das aus wie Bandnudeln. Die haben sie so in Streifen geschnitten. Ich dachte, die haben die Fangarme genommen. Nee, ach so, und dann sagen die da wie Nudeln, lagen die rum oder so. Ach so, die haben den Körper zerteilt, den Glubschkörper. Den Glubschi und haben den in Streifen geschnitten. Na gut, dachte, das muss auch nicht sein. Nee, das muss nicht sein. Und ich habe auch ein bisschen Probleme mit diesen Saugnäpfen vom Pulpo, ne? Ja. So, jetzt gehen wir ins Wasser. Naja, ich war ja mal, jetzt muss ich dir erzählen, in Vietnam habe ich ja mal gearbeitet tatsächlich. Mein erster Job. Als Journalist nach dem Volontariat war in Vietnam. Ja, gerne tolles Essen. Ja. Aber also ich hatte so eine Anzeige gesehen, die suchten für den Staatssender, die machten deutsche Redaktion auf, suchten sie einen deutschen Redakteur. Ich habe mich beworben, wahrscheinlich war ich der einzige Bewerber, habe mich auch gleich genommen. Und dann hat mich diese vietnamesische Redaktion jedes Wochenende irgendwo rumgeführt, wollte mir was zeigen. Und dann haben sie mich ein Wochenende ins Snake Village, ins Schlangen-Village mitgenommen, wo alles mit Schlange war. Also, was weiß ich, Taschenlauschlange. Hat dich das geekelt? Nö, ich musste sowas ganz Besonderes machen, das war so abgefahren, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist es auch egal. Das war nämlich so eine Art, weiß ich nicht, nationale Mutprobe. Also man nimmt halt eine lebende Schlange, hackt die in der Mitte durch und dann rutscht das Leben. Der Schlangenmensch, der das verkauft, dann rutscht das schlagende Herz raus und das isst man dann und spült es mit Alkohol runter. Und das sollte ich nun da also zelebrieren. Und da habe ich gesagt, so, natürlich haben die sich einen Spaß draus gemacht, weil die dachten, ich mache das nicht. Ungefähr auf welcher Höhe sitzt denn das Herz? Ja, schon relativ weit oben. Na, ist aber nur so ein kleiner Dödel, ne? Deswegen, ich habe auch nicht drauf gebissen. Da war ja dieser Alkohol, war daneben, habe ich gesagt, na gut. Muss ja nicht draufbeißen, habe ich einfach runtergeschluckt und mit Alkohol nachgespült. Das fanden die aber sehr amüsant, mich da so ein bisschen zu, wie soll man sagen, herauszufordern. Aber das war so abgefahren, dass ich dachte, okay, jetzt ist auch egal, ja, das machst du jetzt. Also Schlange habe ich auch mehrfach gegessen und finde ich schlimm. Dann sagen die ja immer, das wärmt den Körper, nicht? Also wenn du krank bist zum Beispiel, dann geben sie gern Schlangensuppe und sowas alles. Und fand ich auch vom Geschmack her eigentlich. Wie Hühnchen. Ja. Normal, wie Froschschenkel, die schmecken auch nach Hühnchen. Ne? Genau. Aber nee, das finde ich jetzt auch nicht eklig. Also zerkleinerte Qualle, muss ich auch sagen, ja, wenn es sein muss. Ja, aber also, nee, wenn ich die Wahl habe. Nee, also, Qualle bitte nicht. Nee. Aber ich meine, mein jüngster Sohn Sebastian hat lebenden Fisch gegessen. Lebenden Fisch. Da wird ein Aquarium in Korea. Wird Basti, wo hast du lebenden Fisch gegessen in Korea? In Korea. Oben auf dem Berg, wo angeblich das sauberste Wasser der Welt ist. Aha. Und dann wird ein Aquarium auf den Tisch gestellt und dann fängst du an mit Stäbchen, dir deinen Fisch rauszuholen, der ja da fröhlich in der Runde schwimmt. Ja. Und immer sagt, Elise, ich komme und so. Ne? Der ist ja noch voll in Saft und Kraft. Die sind aber so groß wie Sardinen und Sardellen ungefähr. Ne? Also das so. Keine Forellen, das sind ganz kleine Fische. Nein, das sind so kleine Fische. Aber und die Koreaner setzen halt noch einen drauf. Ne? Die Japaner essen es roh und die Koreaner denken sich, komm, das können wir noch toppen. Also die fischt den da raus und esst den dann? Nee, dann taucht er ihn in eine rote Soße und dann hat der Reiseführer, wir hatten in dem Fall sogar einen Reiseführer, der hat gesagt, jetzt ist er in Ohnmacht gefallen. Danke, diese Nachricht ist schon mal beruhigend. Ja.
Und dann wurde er ein Stückchen Salat gewickelt und dann hat Basti in den Mund geschoben. Und er hat dann so ganz begeistert zu mir gesagt, Mama, ich höre sein Herz klopfen. Oh, das ist so eine üble Geschichte. Ich habe es natürlich ausprobiert, aber es ist nicht zu meinen Favorites. Ich würde es nicht wieder tun. Es ist andere Länder, andere Sitten. Aber du hast andere Sachen gegessen, die du nie wieder tun wirst. Das wollen wir jetzt nicht. Aber gut, dass wir das jetzt alles besprechen. Nein, das macht nicht. Der Appetit also, ist mir jetzt vergangen. Wir haben jetzt mal erstmal diesen schönen Taboulet. Habt ihr die Flucht gesehen? Also, ich sage euch, Freunde, möchte ich wissen, was die Leute im Krieg alles gegessen haben. Das ist richtig. So. Ratten und Co. Jetzt kannst du dir mal kurz deine Hände waschen. Jetzt musst du doch mit der Hand arbeiten. Du? Was ist denn das? Das ist Fleisch. Fasst du das an? Ehrlich gesagt, nein. Bist du Vegetarier? Nee, ich bin ja, wie nennt man das? Ich habe Pesco und irgendwas. Also ich esse sehr gerne. Dann mache ich das. Ja, wenn das in Ordnung ist. Ja. Ach, bist du? Ja, bin ich tatsächlich. Und dann isst du Schlange? Ja, das kam mir noch als Fallhöhe hinzu, weil ich dann so gedacht habe, na gut, eigentlich würde ich einen großen Bogen drum machen, aber den Genuss, dass sie mich da erwischen, wie ich verschreckt zurückweiche, den wollte ich nicht geben. Nee, das kann ich gut verstehen. So. Aber ich assistiere gerne. Also du isst Fisch, ne? Sehr gerne. Alles, was aus dem Meer kommt. Und da bin ich auch unerschrocken. Also ich habe auch schon Sachen gegessen, wo man denkt, Zum Beispiel, also ich mache jetzt mal, das ist jetzt Rinderhack, frisch von unserem Schlachter. Ja. Das ist jetzt wieder Minze, das ist ungefähr das gleiche wie bei unserem, gehört ja auch dazu. Das hier ist Koriander. Dazu nehme ich ein Ei. Ja. Ich bin ein Allesesser. Ich esse alles. Und das ist ein Gewürz, was ist das? Nee. Das ist jetzt... Oder ist das eine Mischung? Das ist Kardamom. Hm. Kannst du vielleicht riechen. Kreuzkümmel, Kardamom und ein bisschen Paprika habe ich gemischt. Aber ich könnte da jetzt auch noch, sagen wir mal, ich mache das mal ein bisschen sehr würzig. Ja. Ich könnte da noch Zimt reinmachen oder so, ne? Muss ich aber nicht. Ja, ich muss immer sagen, so als ich meinen Fleischkonsum extrem reduziert habe, so mit 16, 17, das ist also schon sehr, sehr viele Jahre her, da war das ja durchaus noch so ein bisschen ungewöhnlich. Ich bin mach das jetzt mal mit der Hand. Ja, ich bin jetzt immer sehr überrascht, weil die jungen Leute, ein großer Teil lebt ja wirklich vegan, ne? Also wirklich ein ganz, ganz großer Teil. Aus unterschiedlichsten Gründen, ja, viele natürlich auch, weil sie irgendwie sagen, so von wegen ressourcenschonend, ja, aber da erwische ich mich dann auch manchmal dabei, wie ich denke, da geht ja vieles gar nicht. Ne? Also Käse nicht, Joghurt nicht. Also da würde ich, glaube ich, auch sagen, das wäre für mich sehr einschränkend. Das wäre dir dann zu viel? Das wäre mir zu wenig eher, nee, was noch übrig bleibt. Zu wenig. Zu wenig, was ich dann noch essen kann. Aber, ach so. Ja, aber das ist ja heute tatsächlich. Was isst du denn für Fisch andauernd? Müsste ja wohl essen. Nee, wir essen Lachs in rauen Mengen. Das hat aber auch was mit den Kids zu tun, dass die so gerne Lachs essen. Mein Gott, so kleine Kinder und die essen sowas schon. Das werden ja richtige... Ja, also man wundert sich ja teilweise. Vor allem unsere Tochter, die hat schon so mit, keine Ahnung, 4 oder 5 angefangen, so Sashimi zu essen. Also es ist ja roher Fisch, Thunfisch, Lachs und isst das auch in rauen Mengen. Also die verdrückt da rohen Lachs und rohen Thunfisch in Mengen. Da wird mir schlecht werden. Und das liebt die total. Also mit Sojasauce dann eben nur ein bisschen Reis dazu. Ich habe auch irgendwie überlegt, ist das jetzt gut, aber sie verträgt das. Und ja, dann besser so als... ich finde, das ist gut. Ja, naja, ist natürlich auch sehr salzig, so diese Sojasauce, wenn man das so einen ganzen Fisch aufisst. Ja, aber ich meine, ihr kauft das ja nicht sinnlos irgendwo. Ihr werdet ja wohl wissen, dass ihr gute Ware kauft. Ja, ja, nee, der Fisch ist glaube ich, ziemlich, der ist ziemlich gut. Ja. Ja, also deswegen, das gibt es bei uns tatsächlich häufig. Einfach so rohen Fisch mit Reis und Sojasauce. Und so andere Fischsorten isst ihr nicht? Ja, doch, also was weiß ich, Steinbeißer und sowas. Ne? Also, und dann kochen wir den auch mal so, wie wir ihn kochen würden mit... Wie? Also halt gebraten mit irgendeiner Soße, die man dazu macht. Gewürzmischung und so weiter. Also jetzt nicht nur roher Fisch mit Reis die ganze Zeit. Nein, das habe ich schon verstanden. Also ihr bratet auch und kocht und mal aus dem Ofen. Ja, genau. Also das ist... Ist deine Frau denn Fleisch? Ja, und die Kinder auch. Also da bin ich so der Einzige, auf den man da so ein bisschen Rücksicht nehmen muss. Tatsächlich. Ja, tut mir leid, wenn ich da jetzt...
Da musst du mir einfach jetzt zugucken. Ja, das mache ich gerne. Und die kommen gleich in die Pfanne. Ja, die sind jetzt sozusagen arabisch gewürzt. Ja. Und dann habe ich heute Morgen Labneh angesetzt. Ah, super. Das sind so kleine Dinger. Die hätte ich übrigens auch aus Fisch machen können. Stimmt, das geht natürlich auch. Du kannst solche kleinen Dinger auch aus Fisch machen. Ja. Ne? Und wann warst du das letzte Mal im Nahen Osten? Ach, das ist alles sehr lange her. Also jetzt das ist lange. Okay. Nein, das ist lange her. Also mein Mann ist dann mit seinem 60. Lebensjahr nach Hause gekommen. Ganz ordentlich, hätte ich nie gedacht. Der hat ja Jahrzehnte im Ausland gearbeitet. Der war Eröffnungsspezialist, hotelmäßig, ne? In komischen Ländern, in schwierigen Ländern. Okay. Also diese ganzen schwierigen Hotelsachen, das ist seins. Dafür hatte er auch einen Namen. Und dann kam er aber mit 65 nach Hause. So, aber seitdem bin ich da nicht mehr gewesen in diesen Ländern. Ich mag jetzt auch dieses lange Fliegen nicht mehr. Und jetzt hauen wir das in die Pfanne, oder? Wird schon heiß. Also, hier mache ich jetzt ein bisschen Öl rein. Ja. Aber zugucken tust du, ne? Zugucken tue ich, hätte auch das Öl reingegossen. Aber du willst nicht das Fleisch umdrehen. Das kann ich auch machen. Wenn ich das fachmännisch hinkriege. Dann machst du das. Das werde ich wohl schon irgendwie schaffen. Ja. Dann stelle ich mich mal dahin. Oder so. Dreh die Dinger. Und ich esse. Du stellst dich dahin und isst. Ja. Und erzählst, dass du wirklich Arabisch schreiben, kannst du das auch? Ja, der Schreiben ist ja fast das Einfachste. Also das Schwierige am Arabischen ist ja eher die Grammatik und für uns das Vokabular, weil man sich keine Eselsbrücken bauen kann. Ne? Also es ist oder sehr schwer, das dauert relativ lange. Naja gut, ich meine so Französisch, Italienisch, Spanisch, was weiß ich, Karussella, ja, weiß man, das wird vielleicht das Karussell sein. So, ne? Ja. Und das funktioniert auf Arabisch nicht, weil es keine Klangähnlichkeit zu uns bekannten Wörtern gibt. Deswegen muss man am Anfang wirklich ganz blöd alles nochmal neu lernen an Wörtern und kann sich das auch nicht so wirklich erschließen. Ja. Wo hast du das denn gelernt? Naja, bei einer syrischen Familie, bei der ich gewohnt habe nach dem Abitur. Wieso bist du da drauf gekommen, dahin? Das waren Freunde von meinen Eltern. Also die Familie war und ist relativ groß. Ein Teil lebt und lebte in Deutschland, war mit meinen Eltern befreundet. Und die haben immer gesagt, komm doch vorbei, ist so schön bei uns. Und irgendwann habe ich gesagt, ja gut, dann komme ich jetzt. Und dann landete ich Ende der 90er in Damaskus und saß bei dieser Family, die keine Fremdsprachen sprach und musste mich da irgendwie... Wie lange hat das gedauert, bis du da dich verständlich machen konntest? Das ging erstaunlich schnell. 1-2 Monate. Und das haben mir... Dann bist du aber sprachbegabt, nein. Ne? Ja, ein bisschen, aber das haben mir zum Beispiel später syrische Geflüchtete erzählt, die nach Deutschland gekommen sind. Es ist erstaunlich, wie schnell man eine Sprache lernen kann, wenn man muss. Ich saß da den ganzen Tag, es gab kein Internet, es gab kein Satellitenfernsehen, es gab keine deutschen Medien und die sprachen keine Fremdsprache. Das hält man ein paar Tage aus, dann dreht man ja durch, kann mit keinem kommunizieren und dann sitzt da am Tisch, alle reden und du verstehst Bahnhof. Irgendwann habe ich angefangen, mein erstes Wort auf Arabisch war Apfel. Da lag ein Apfel auf dem Tisch, habe ich drauf gezeigt und dann haben die gesagt, Tufah, heißt es auf Arabisch. Kannst du diese Geräusche machen? Mittlerweile, ja, ja. Martin, darf Konstantin sich von dem Labneh nehmen? Ist der fertig? Ja, natürlich. Kann er das einfach so rausnehmen? Ja. Nimm dir bitte. Danke. Ach so. Und dann habe ich angefangen, Wörter aufzuschreiben, irgendwie nachzuplappern, was die so gesagt haben. Und das geht, wie gesagt, wenn man muss. Du hast ja keine Möglichkeit, sonst dich irgendwie bemerkbar zu machen. Dann geht das erstaunlich schnell. Also... Ja, wenn du da niemanden hast, mit dem du reden kannst. Ich meine, ich bin ja immer schier entsetzt, wenn ich dann so Leute sehe, die auf Mallorca leben, seit 40 Jahren sprechen kein Wort Spanisch. Ja gut, aber wenn du es eben nicht brauchst, ne? Das ist ja, die brauchen das einfach nicht, das ist der Punkt. Ne? Und dann irgendwie ist der Mensch dann zu faul. Aber wenn man die nach Nordkorea schicken würde, wo die nicht Hallo sagen können. Meinst du, dann würden die das auch lernen? Ja, musst du ja. Also ich meine, du gehst da irgendwie raus. Alle sprechen dich an und du willst ja auch was. Also wenn du ins Café gehst oder einen Kaffee oder essen. Also beim Essen war das ja immer ganz schwierig. Ja? Deswegen waren so das ist mein erstes Vokabular war immer Essen. Man saß morgens, mittags, abends da. Ich möchte Wasser, ich möchte Saft.
Das müsst ihr mitteilen. Ach, und mochtest du das Essen auf Anhieb? Ja. Ist ja nun ganz anders. Na, es ist ja auch wie bei allem, es gibt ja eine Vielfalt. Natürlich gab es Dinge, die mir nicht so zugesagt haben, aber das war eigentlich eher weniger. Doch, ich mochte es schon, aber es war eine Umstellung, was ich gerade so gesagt habe. Also es war alles sehr, sehr intensiv gewürzt und eben vor allem, das fand ich ja schon, dieses sehr Essighaltige. Ja, das muss ich noch mal recherchieren. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich bei dieser Familie vielleicht aus einer Eigenart noch zu, aber es war auch, wenn wir weggegangen sind. Also das war schon sehr scharf und sehr gewürzt alles, aber viel essighaltiger als das, was ich so erwartet habe. Das war eine Umstellung. Aber dann, als ich das so begriffen habe, das ist so, ich würde das auch gerne mal wieder so kochen. Das habe ich schon mehrfach gedacht. Aber ich weiß gar nicht, wie die das genau gemacht haben. Weil es hat eine ganz spezielle Note dann. Dann müssten wir doch mal so eine syrische Familie abtun. Ich meine, davon gibt es doch hier nun massenweise. Ja, oder ich frage die Familie von damals, die gibt es ja noch. Also die, ja, dann musst du doch mal bitte fragen. Und das dann können wir machen. Dann mal eine Kochsession draus machen. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir das. Zum Beispiel, ich weiß noch mit das Erste, was ich da gegessen habe. Deswegen ist mir das so in Erinnerung geblieben, weil das mir so, also weil das so sich mir so eingebrannt hat. Weil im Grunde, also es ist ja wie im Libanon, auch in Syrien, die sind ja zwar, klar, es ist ein arabisches Land, aber es ist aus dem Mittelmeer. Trotzdem Mentalität. Ne? Also im Grunde also war es eine Tomatensoße mit so einer, genau, es war glaube ich Couscous sogar. Oder, also irgendwas, was man, also es sah aus wie so eine italienische Tomatensoße. Und dann habe ich die genommen, dann war die aber so unglaublich essighaft. Und zuerst dachte ich so, hoppla, weil man hat die gesehen und dachte, klar, kenne ich, ist jetzt eine Arabiata oder so. Und dann schmeckte das aber nochmal ganz anders. Aber das würde ich gern mal kochen, weil das hatte was ganz, ganz, ganz Eigenes. Ja, das war eine Arabiata, aber mit einem ganz anderen Twist. Also hoch, hoch interessant. Ich werde gleich heute Abend mal googeln. Das mache ich heute auch nochmal. Ja, weil das würde mich jetzt mal interessieren. Das ist mir ganz neu, das mit dem Essig. Also wir gehen die mal nach und ich kann die auch nochmal anschreiben, die Family. Das ist ein guter Anlass. Das ist ein guter Anlass. Zu sagen, ich wollte mich nochmal melden. Ich habe mit Frau Fuchs gekocht. Hier gibt es das Video. Aber eine Frage ist offen geblieben. Wie ist das mit der Tomatensauce und dem Essig? Und überhaupt dem Essig. Aber das ist doch hochinteressant. Ja, ne? total. Und das war dann richtig... kennst du ja vielleicht. Also man hat so ein... Okay, so irgendwie anders. Aber dann findet man da total Gefallen dran. Und, naja, ich finde ja solche Sachen sowieso interessant. Also alles, was so ein bisschen anders ist. Also weit, das ist meine persönliche Neugier. Ne? Muss jetzt nicht jeder machen, aber meine persönliche Neugier geht eben dahin, dass ich immer auf der Suche bin nach neuen Geschmäckern und Zusammensetzungen und wie haben die das gemacht und warum machen die das so und so die merkwürdigsten Dinge. Oder was ich zum Beispiel, gut, das war nicht Syrien, das war eine marokkanische Familie, die ich in Dubai kennengelernt habe, was ich manchmal immer noch auch zum Frühstück, Gott, denken die Leute, ich habe ein, also so ungewöhnlich ist auch nicht, was man da offenbar isst und was ich bei denen mal probiert habe, als ich da war, so zerstanzte Walnüsse mit Zimt vermengt und mit Olivenöl und das dann aber auch auf Brot. Und das haben die da zum Frühstück gegessen und das schmeckte fantastisch gut. Das stelle ich mir toll vor. Das war super. Das war super, ja. Haben Sie die Walnüsse sehr klein gestößelt? Genau, also wirklich so wie, ne, nicht ganz so, ein bisschen so. Ah ja, so zerbröselt. So wie, genau, so richtig schön zerbröselt. Das dann mit Zimt, mit Öl. Und dann kann man das aufs... Das war super, Und deine Frau macht das Brot selber? Ja, nicht immer. Ich möchte aber bitte dieses Rezept heute Abend noch bei Telefon. Sie ruft noch an. Sie ruft später noch an. Ich möchte auf jeden Fall dieses Rezept. So, und dieses isst du ja leider nicht. Martin, kommen wir jetzt zum Schluss. Unsere Stunde ist rum, die wir hier mit Konstantin Schreiber haben. Leider. Aber wir haben uns ja schon verabredet für nächstes Mal. Wenn ich wiederkommen darf. Und ich lasse auch sehr gerne sogar, äußerst gerne. Aber das war doch sehr schön. Also, hat gar nicht so wehgetan, ne? Nee, überhaupt nicht. Also meine Frau hat, das kann ich auch noch sagen, gesagt, Frau Fuchs ist sehr direkt. Nicht, dass du dich wunderst. Da habe ich ja mit allem gerechnet. Es war herrlich. Nein, es war eine schöne Begegnung. Das war
Ebenso, weil als ich dann rausfand, dass das deine Frau ist, hat gesagt, du entschuldige mal bitte, das ist ja ganz furchtbar, wie ich dich ausgefragt habe. Hat der denn auch Humor und so? Nein, sie fand das alles gut. Sie ist sehr direkt. Wunder dich nicht. Es hat großen Spaß gemacht. Aber du bist nicht beleidigt, ne? Ach, so, jetzt stelle ich euch ein Buch vor. Ich sitze jetzt mal auf der anderen Position. Nimm dir bitte, du musst mich gleich wieder lossetzen. Ein Buch, was mir eine Erleuchtung gebracht hat, muss ich sagen. Oh. Nee. Was mir einen Tritt versetzt hat. So, sage ich es mal. Das ist dieses Buch. Erstens mal finde ich den Titel gut, wenn man dieses Buch gelesen hat. Ich habe es von hinten bis vorne gelesen, ziemlich schnell. Und was mich da am meisten angesprochen hat, ist zu dem Zeitpunkt, als deine Frau es mir geschickt hat, als es hieß, du kommst hierher, vielleicht, da war ich so nachrichtenmüde, ich war so nachrichtensauer, ich war so ein Wutbürger inzwischen und auch verzweifelt, weil ich dachte, ich bin jetzt 85 Jahre, sag mal, irgendjemand muss ein bisschen schlauer geworden sein, ein bisschen intelligenter. Dieser Krieg da, das ist doch Sandkastenspiele. Das ist doch, man haut sich doch nicht mehr gegenseitig tot und zählt die Toten. Die meisten hat das gewonnen. Das ist doch Kinderkram. Das ist doch, und das hat mich alles so verzweifeln lassen. Plus jeden Tag Corona rauf und runter, rauf und runter. Jetzt kommt mein Satz, wo ich mich sehr unbeliebt mitmache. Corona rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Unmittelbar danach die Fußballergebnisse. Oh. Leute, es gibt Situationen im Leben, wo ich mich sehr unbeliebt mache. Das ist jetzt eine von denen. Ich weiß, ihr liebt eure Fußballnachrichten. Aber wenn ich gerade Corona gesehen habe oder Ukraine gesehen habe oder was weiß ich. Okay, jetzt habe ich dieses Buch gelesen. Und alles hat sich für mich wieder zurechtgeruckelt. Im Ernst? Das ist ja... Ja. Oh Gott. Und ich habe mich auch an etwas sehr Gravierendes erinnert. Ich gucke wieder Nachrichten. Das freut mein Chef, wenn er das hört, dass ich das geschafft habe. Nein, ich gucke jetzt wirklich wieder Nachrichten, weil es ist auch wichtig, dass ich Bilder sehe. Ich kann mich nicht so abschotten, das geht nicht. Ich habe das ja immer nur am Radio gehört. Ich habe mich erinnert, als ich Journalistin war, mit einem strengen Chef, dann bin ich nach Dienstschluss, was ja immer spät ist, Journalismus, in die Tiefgarage gegangen, da stand mein Auto. Dann bin ich ins Auto gestiegen, habe heimlich meine erste Zigarette des Tages geraucht und habe alles, was in meinem Kopf war, und das kommt ja auch, alles, was in meinem Kopf war, denn ich hatte einen sehr strengen Chef, I name it, you do it, nach dem Motto hat der uns durchgepeitscht. Und das haben wir aber auch alles geschafft, wir kannten es nicht anders. Zu Hause hatte ich ganz viele Kinder und Familienleben und so. Ich wollte dieses Ganze nicht mit nach Hause nehmen und habe mir dann angewöhnt, im Auto zu sitzen, ganz ruhig. Könnte aus diesem Buch stammen. Und das alles wusch und weg. Und das muss man trainieren. Das ist, da machst du die Augen zu. Ich habe dann immer so einen Stein genommen und den habe ich dann weggeschmissen. Und das waren diese ganzen Informationen des Tages. Und so musst du es mit gewisser Weise auch mit den Nachrichten machen. Das ist vollkommen richtig. Man kann es auch trainieren. Das ist ja, genau das. Du kannst nicht den ganzen Abend da sitzen und jetzt darüber nachdenken, weil du da jetzt wieder so was Furchtbares gesehen hast. Genau. So ist es. So, dieses Buch kann ich nur empfehlen. Ach, vielen Dank. Und Freunde, das sieht ja in Wahrheit noch besser aus, ne? Ja, ich habe mich selber kaum erkannt, als ich das gesehen habe. Aber ich habe mich dran gewöhnt. Merkwürdig, ne? Anders. Dass sie kein Foto genommen haben, ne? Aber du, ist egal. Ja, die Idee kann ich nachvollziehen. Also es sollte tatsächlich mal ein bisschen anders... Ja, warum nicht? Und die Farbgebung, also ist ja optimistisch. Nein, das ist ja alles. Genau, deswegen alles. Also ich fand es jetzt nicht ganz schlimm, aber genau. Also ich fand es jetzt auch aber nicht schlimm. Aber du siehst besser aus. So, ja, danke sehr. Ihr Lieben, wir sagen jetzt Tschüss. Guckt weiterhin, es kommen ja jetzt spannende Sachen noch alles, die Reise und Wendland. Ich gucke auf jeden und Fall. Und dann, er wird jetzt Recherche machen, das ist Aufgabe. Seine Frau ruft mich heute noch an und dann werden wir das mit dem Essig rausfinden und dann werden wir auch nochmal zusammen kochen. Und zwar mit Fisch. Mit Fisch und auch Indisch? Ja. Indisch und Syrisch. Und jetzt so. Ah. Kann ich eigentlich deine Großmutter sein? Nee, du kannst meine Mutter sein. Oh. Die ist. Gott sei Dank. Meine Mutter wird auch 80 jetzt. Du, Gott sei Dank. Manchmal muss ich nämlich. Meine Eltern sind ja auch schon ein bisschen älter tatsächlich. Weil manchmal muss ich zu irgendjemandem sagen, oh nee.
Großmutter. Okay, also tschüss. tschüss. Wir haben alle ganz viel Petersilie zwischen den Zähnen. Das habe ich auch gerade gemerkt. Du lächelst mich an wie so eine Wiese. Und ich